Zum Thema Matrizenrechnungen. Wir beginnen mit einer Einleitung, durch die wir die Matrizenrechnungen praktisch erraten können. Alice und Boris kaufen Früchte ein. Die Alice kauft 2 Ananas, 6 Bananen und 3 Zitronen. Der Boris, der kauft 3 Ananas, Bananen mag er nicht und er kauft 1 Zitrone. Diese Situation führt zu dieser Matrix A mit 2 Zeilen und 3 Spalten. So eine Zahlentabelle nennt man also eine Matrix und bezeichnet sie mit Index 2, 3. Das bedeutet, diese Matrix hat 2 Zeilen und 3 Spalten. Also zuerst benennt man immer die Zeilen, danach die Spalten. Man hätte diese Tabelle auch senkrecht schreiben können, das heißt, diese Einkaufssituation hätte auch zu dieser Matrix führen können. Das hier, das ist eine Matrix mit 3 Zeilen und 2 Spalten. Also ist das hier eine Matrix 3, 2. Man nennt diese Matrix die transponierte Matrix von A. Man transponiert also eine Matrix, indem man die Rollen der Zeilen und der Spalten vertauscht. Das heißt, die erste Zeile wird zur ersten Spalte und die zweite Zeile wird zur zweiten Spalte. Der Übergang von dieser Matrix zu dieser nennt man also das Transponieren. Und die transponierte Matrix von A schreibt man so, A mit einem Tilde oben drüber, das in Spanisch als I ausgesprochen wird. Alice und Boris tätigen diese Einkäufe 3 Wochen lang. 3-mal die Matrix A ist also 3-mal diese Matrix. Und selbstverständlich, um eine Matrix mit einer Zahl zu multiplizieren, multipliziert man jedes Element dieser Matrix mit dieser Zahl. 3 mal 2 macht 6, 3 mal 6 macht 18, 3 mal 3 macht 9 und so weiter. So werden wir auch die Multiplikation einer Matrix mit einer reellen Zahl definieren. In der 4. Woche führen die Einkäufe zu dieser Matrix B. Alice kauft 4 Ananas, 2 Bananen, 6 Zitronen und der Boris, der kauft 1 Ananas, auf einmal mag er Bananen, er kauft 5 Bananen und 2 Zitronen. Insgesamt, nach 4 Wochen, haben die beiden also eingekauft, so viel plus so viel. Wir werden also die Matrix 3 mal A zur Matrix B addieren. Und selbstverständlich, um 2 Matrizen zu addieren, addiert man die jeweiligen Elemente. Das heißt, wir rechnen 6 plus 4 macht 10, 18 plus 2 macht 20, 9 plus 6 macht 15 und so weiter. Und somit finden wir als Addition dieser 2 Matrizen diese da. Nennen wir diese Matrix mal M. Alice und Boris können aussuchen zwischen 2 Obstgeschäften. Im Geschäft Nummer 1 kostet eine Ananas 1 Euro, eine Banane 60 Cent und eine Zitrone 20 Cent. Im Geschäft 2 kostet eine Ananas 1,20 Euro, eine Banane 40 Cent und eine Zitrone 20 Cent. Die beiden können jetzt zwischen den 2 Geschäften wählen. Sie werden aber nicht hin und her laufen. Das heißt, entweder kauft Alice alles im Geschäft 1, oder sie kauft alles im Geschäft 2. Auch Boris, entweder er kauft in Geschäft 1 oder er kauft in Geschäft 2. Er wird nicht hin und her laufen. Die Situation mit den Geschäften führt also zu dieser Matrix. 1 Euro, 1,20 Euro, 60 Cent und so weiter. Nennen wir diese Matrix mal N. Wir werden jetzt überprüfen, wie viel Alice bezahlen muss, wenn sie in Geschäft 1 einkauft. Und wie viel sie bezahlen muss, wenn sie in Geschäft 2 einkauft. Und für Boris genau dasselbe. Also, je nach dem gewählten Geschäft müssen Alice und Boris wie viel bezahlen. Wir werden diese Matrix M mit dieser Matrix N multiplizieren. Um diese 2 Matrizen zu multiplizieren, geht man selbstverständlich wie folgt vor.
Die erste Zeile, das sind die Einkäufe von Alice nach 4 Wochen. Hier ist die erste Spalte gebildet durch die Preise im Geschäft Nummer 1. Also, wenn Alice im Geschäft 1 einkauft, dann wird sie bezahlen müssen 10 mal 1 Euro plus 20 mal 0,60 Euro plus 15 mal 0,20 Euro. Wenn Alice in Geschäft 2 einkauft, dann muss sie bezahlen 10 mal 1,20 Euro plus 20 mal 0,40 Euro plus 15 mal 0,20 Euro. Also für Alice machen wir die Rechnung, das mal das, das ist ähnlich wie ein Skalarprodukt. 10 mal 1 plus 20 mal 0,60 plus 15 mal 0,20. Wenn Alice in Geschäft 2 einkauft, wieder Skalarprodukt, wenn man das hier als Vektor ansieht und das da auch, so findet man 10 mal 1,20 plus 20 mal 0,40 plus 15 mal 0,20. Jetzt Boris. Das ist die Zeile der Einkäufe von Boris nach 4 Wochen. Kauft Boris in Geschäft 1 ein, so wird er bezahlen müssen 10 mal 1 plus 5 mal 0,6 plus 5 mal 0,2 Euro. Wenn Boris in Geschäft 2 einkauft, dann wird er bezahlen 10 mal 1,20 plus 5 mal 0,40 plus 5 mal 0,20. Also um diese zwei Matrizen zu multiplizieren, geht man genauso vor wie gerade gezeigt und im Endeffekt findet man dann die einzelnen Preise. Alice muss im ersten Geschäft 25 Euro bezahlen, im zweiten Geschäft 23 Euro, also geht sie besser ins zweite Geschäft. Der Boris, der wird im ersten Geschäft 14 Euro bezahlen und im zweiten Geschäft 15, also er geht besser in Geschäft 1 einkaufen. Und anhand dieser Einleitung werden wir sofort die allgemeinen Operationen mit Matrizen definieren können. Zuerst eine Matrix A, M, N, das ist eine rechteckförmige Zahlentabelle, bestehend aus M-Zeilen und N-Spalten. Die einzelnen Elemente dieser Matrix werden mit A, I, J bezeichnet, wie hier, das ist das Element der Matrix A in der ersten Zeile und in der ersten Spalte. Das ist das Element der Matrix A in der ersten Zeile und in der zweiten Spalte. Und so weiter. Das letzte Element der ersten Zeile, das ist A1n, denn es befindet sich in Zeile 1 und in Spalte n. Zeile 1 und die n-te Spalte. Die letzte Spalte dieser Matrix, das ist die n-te. Und so füllt man dann diese Matrix aus bis zum letzten Element AMN. Also das allgemeine Element einer Matrix wird beschrieben mit AIJ, wo I das Zeilenindiz ist und J das Spaltenindiz. Wenn M genau dasselbe ist wie N, das heißt, wenn die Anzahl Zeilen mit der Anzahl Spalten übereinstimmt, dann sagt man, die Matrix sei quadratisch. Um eine Matrix zu transponieren, vertauscht man einfach die Rollen der Zeilen und der Spalten. Was bedeutet, die erste Zeile wird zur ersten Spalte, die zweite Zeile wird zur zweiten Spalte und die letzte Zeile wird zur letzten Spalte. So hat man also diese Matrix A transponiert. Das heißt, wir schreiben über dem Buchstaben A dieses spanische Tilde. Um zwei Matrizen zu addieren, addiert man einfach die jeweiligen Elemente. Und somit ist diese Addition natürlich nur möglich für gleichartige Matrizen. Das heißt, um diese zwei Matrizen A und B zu addieren, müssen sie dieselbe Anzahl Zeilen und dieselbe Anzahl Spalten haben. Selbstverständlich. Um eine Matrix A mit einer reellen Zahl zu multiplizieren, multipliziert man jedes Element dieser Matrix A mit dieser reellen Zahl. Um zwei Matrizen miteinander zu multiplizieren, geht man wie folgt vor.
Man beschreibt das allgemeine Element vom Produkt A mal B. Wie eben im Beispiel finden wir Ähnliches wie ein Skalarprodukt. Von der ersten Matrix nehmen wir die i-te Zeile und von der zweiten Matrix nehmen wir die j-te Spalte. Dann bleiben hier noch zwei Stellen übrig, da setzt man einen Lückenbüßer k und man summiert auf diesen Lückenbüßer für k von 1 bis s, wo s die Anzahl Spalten der ersten Matrix ist und gleichzeitig auch die Anzahl Zeilen der zweiten Matrix ist. Diese Multiplikation ist selbstverständlich nur dann möglich, wenn die Anzahl Spalten der ersten Matrix mit der Anzahl Zeilen der zweiten Matrix übereinstimmt. Und die Antwort wird dann eine RT sein. Das heißt, um diese Multiplikation hier ausführen zu können, müssen Anzahl Spalten der ersten und Anzahl Zeilen der zweiten übereinstimmen, sonst macht diese Definition keinen Sinn. Und die Antwort wird dann eine Matrix RT sein. Die Antwortmatrix wird also R Zeilen und T Spalten haben. Nochmal zur Definition von A mal B. Das allgemeine Element IJ von der Matrix A mal B, das erhält man wie folgt. Man schreibt A mit zwei Platzhalter mal B mit zwei Platzhalter. Das Zeilenindiz von dem Produkt, das setzt man an erster Stelle bei A. Das Spaltenindiz, hier J, von dem Produkt, das setzt man an zweiter Stelle von B. Dann bleiben da zwei Plätze frei. Man setzt da einen Lückenbüßer k ein und summiert auf diesen Lückenbüßer k von 1 bis s, wo s die Anzahl Spalten der ersten Matrix und gleichzeitig die Anzahl Zeilen der zweiten Matrix ist. Kommen wir zu einem konkreten Beispiel. Angegeben werden diese zwei Matrizen a und b. Um sie zu addieren, addiert man einfach die jeweiligen Elemente. Das heißt, a plus b steht sehr schnell. Um eine Matrix mit einer reellen Zahl zu multiplizieren, multipliziert man einfach jedes Element dieser Matrix mit dieser reellen Zahl. Was also heißt, zweimal die Matrix A, das ist die Matrix, die wir erhalten, indem wir jedes Element der Matrix mit dieser Zahl multiplizieren. Bei A mal B ist es etwas komplizierter. Wenn wir von A mal B das erste Element, das heißt das Element erste Zeile, erste Spalte suchen, dann nehmen wir in der ersten Matrix die erste Zeile, diese da, so, und in der zweiten Matrix nehmen wir die erste Spalte, diese da. Und jetzt rechnen wir 0 mal 2 plus 0 mal 3 plus 1 mal minus 1. Das ist ähnlich wie ein Skalarprodukt, dieser Vektor, Skalar, dieser Vektor. Das ist ja auch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Also rechnen wir 0 mal 2 plus 0 mal 3 plus 1 mal minus 1, das macht minus 1. Rechnen wir auch dieses Element, diese 0 aus. Das ist das Element erste Zeile und zweite Spalte von der Antwort. Und um diese Zahl herauszufinden, nehmen wir in der ersten Matrix die erste Zeile, also diese da, und in der zweiten Matrix nehmen wir die zweite Spalte, also diese da. Ich setze die hier mal kurz beiseite und wir rechnen jetzt dieses Skalarprodukt. Also 0 mal 0 plus 0 mal 1 plus 1 mal 0, das macht diese 0. Rechnen wir zum Beispiel noch dieses Element, Element zweite Zeile und dritte Spalte von der Antwortmatrix. Dazu nehmen wir also die zweite Zeile in der ersten Matrix, also diese da, die setze ich auch beiseite, die 1, und die dritte Spalte in der zweiten Matrix, also diese da. Und von diesen beiden rechnen wir jetzt wieder das Skalarprodukt. 1 mal minus 2 plus minus 1 mal minus 1 plus 2 mal 1. Das macht 1.
Und so findet man also dieses Produkt A mal B. Schreiben wir jetzt diese Antwort wieder etwas einfacher und rechnen jetzt das Produkt B mal A. Seltsamerweise findet man dann nicht dieselbe Matrix. Was also bedeutet, dass die Multiplikation der Matrizen nicht kommutativ ist. Vorsicht, Vorsicht! Um zu beweisen, dass eine Formel falsch ist, genügt ein Gegenbeispiel. Wir haben eins. Die Multiplikation der Matrizen ist also nicht kommutativ. Um eine Matrix zu transponieren, vertauscht man einfach die Rollen von Zeilen und Spalten. Das heißt, die transponierte Matrix von A, das ist die Matrix, die wir erhalten, indem wir von A aus starten. Die erste Zeile wird zur ersten Spalte, die zweite Zeile wird zur zweiten Spalte und die dritte Zeile wird zur dritten Spalte. Dasselbe kann man mit B machen. Die erste Zeile wird zur ersten Spalte und so weiter. Wir können auch zum Beispiel diese Matrix hier nehmen und transponieren. So hat man die Matrix A mal B transponiert. Wenn wir jetzt B tilde mit A tilde multiplizieren, also wir rechnen B tilde mal A tilde, dann findet man diese Matrix und diese Matrix, die man hier findet, ist genau die da. Also mit dem Beispiel hier scheint so auszusehen, als wäre B tilde mal A tilde genau dasselbe wie A mal B tilde. Rechnet man A tilde mal B tilde, so findet man nicht diese Matrix. Können wir denn daraus schließen, dass A mal B tilde dasselbe ist wie B tilde mal A tilde? Eigentlich nicht. Vielleicht funktioniert das ja nur in diesem speziellen Beispiel. Also, um eine Formel zu widerlegen, reicht ein Gegenbeispiel, aber um eine Formel zu beweisen, muss man das allgemein machen. Dann tun wir das auch. Wir beweisen diese Formel allgemein und dazu berechnen wir einfach das allgemeine Element von A mal B tilde. Dieses allgemeine Element ist selbstverständlich das Element Ji von A mal B. Transponiert wird ja, indem man Zeilen und Spaltenindiz vertauscht. Okay? Hier können wir jetzt unsere Formel der Multiplikation von zwei Matrizen anwenden. Erstes Index an erster Stelle, zweites Index an letzter Stelle. Hier setzen wir einen Lückenbüßer K ein und summieren auf diesen Lückenbüßer. Was hier steht, das ist eine Zahl. Und auch das da, das ist eine Zahl. Die Zahl AJK, das ist dasselbe wie die Zahl AKJ von A tilde. Denn um zu transponieren, muss man ja die Rollen von Zeilen und Spalten vertauschen, ist hier gemacht. Genau dasselbe für BKI. BKI ist dasselbe wie B tilde IK. Was da steht, das ist eine reelle Zahl und das da auch. Das Produkt von zwei reellen Zahlen ist selbstverständlich kommutativ. Wir dürfen die beiden hier also vertauschen. Und was da steht, das ist ganz genau B tilde mal A tilde IJ. Denn das allgemeine Element IJ von diesem Produkt wird durch die Definition des Matrizenproduktes genau so geschrieben. Das erste Indiz setzt man an erster Stelle. Das zweite Indiz setzt man an letzter Stelle. Dann sind noch zwei Stellen frei. Da setzen wir den Lückenbüßer K ein und summieren auf diesen Lückenbüßer. Und somit haben wir also diese Formel allgemein bewiesen. Jetzt können die Fragezeichen weg. Wir wissen nämlich jetzt, dass es stimmt. Übrigens, auch GeoGebra kann Matrizenrechnungen vornehmen. Dazu schaltet man in der Ansicht die Tabellenansicht ein, das heißt, GeoGebra enthält auch eine Tabelle, ähnlich wie Excel. Wir schalten aber auch das Algebra-Fenster ein. Im Tabellenfenster habe ich die Zahlen der Matrizen schon mal eingegeben. Hier markieren wir jetzt diese Zahlen, klicken rechts und erzeugen mit dieser kleinen Tabelle eine Matrix.
Diese Matrix A erscheint dann sofort im Algebra-Fenster, hier, sie heißt M1. Ich kann sie umbenennen durch Rechtsklick, umbenennen, ich möchte sie A nennen. Okay, jetzt heißt diese Matrix A. Dasselbe machen wir für diese Tabelle hier, Rechtsklick, erzeugen Matrix, hier Rechtsklick, umbenennen, nennen wir diese B. Okay. In der Eingabezeile da unten können wir jetzt zum Beispiel eingeben, A, GeoGebra weiß, dass das diese Matrix A ist, Sternchen für mal B. Und zack, haben wir hier sofort das Produkt von A und B. Also hier A mal B. Wenn wir in der Eingabezeile B mal A eingeben, dann stellen wir nochmal fest, dass das nicht dieselbe Matrix ist wie A mal B. Man kann auch in der Eingabezeile eingeben, transponiere, ich habe nur trans eingegeben, schon erscheint transponieren und die Matrix ersetze ich zum Beispiel durch A, Enter und sofort haben wir die transponierte Matrix von A, überprüfen wir, erste Zeile wird zur ersten Spalte, zweite Zeile wird zur zweiten Spalte und so weiter.